eine abgestimmte europäische Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, die Einwanderung ordnet und steuert und auch klar unterscheidet zwischen dem verfolgten Dissidenten, dem Bürgerkriegsflüchtling und dem qualifizierten Einwanderer. Und ich möchte vor allem eine gemeinsame Migrationspolitik in Europa, die nicht länger zulässt, dass Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Das ist inakzeptabel. Und die deutsch-französische Zusammenarbeit, ja, sie humpelt. Auch weil Berlin keine Antworten auf Macrons Reformideen hat. Weder zustimmende noch ablehnende, schlicht gar keine. Diese große Koalition, die Bundesregierung, die Kanzlerin, sie lassen Macron am ausgestreckten Arm verhungern. Und das wirkt sich auf die gesamte Europäische Union aus. Denn die Entwicklungen in Italien, in Ungarn, in Rumänien, in Polen, sie zeigen doch, was sich hier verändert. Sie, diese Rechten, sie predigen einen autoritären Staat. Sie sind gegen Einwanderung, sie sind gegen den Euro, sie sind gegen die Europäische Union. Sie wollen, dass Brüssel weiter bröselt und damit gefährden Sie das, was uns wichtig ist, nämlich die liberale Demokratie, eine offene Gesellschaft. Und genau dem werden wir uns entgegenstellen. Wir brauchen dringend digitale Freiheitszonen, eine europäische Agentur für Sprunginnovation. Wir brauchen endlich wieder Freiräume, Platz für Kreativität. Wir brauchen Vertrauen in unsere Entdecker und Tüftler in den Garagen, nicht nur in den Forschungsabteilungen der großen Konzerne. Europa braucht mehr Tempo. Europa muss wieder einen Kurs bestimmen. Europa darf nicht zur langsamen Flussfähre werden, sondern ein hochseetauglicher Segler sein. Europa muss sich dem Wettkampf stellen. Europa darf sich nicht abhängen lassen. Es darf insbesondere nicht permanent mit einem schlechten Platz 3 zufrieden sein. Europa darf nicht selbstzufrieden sein. Europa muss seine Chancen nutzen, indem es sich selbst reformiert. Denn ich bin überzeugt, Europa kann es besser. Thank you.